Représentante du Regionalverband, j'excuse Madame la sous-préfète, Monsieur le conseiller régional, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs collègues élus, Mesdames et Messieurs les représentants des collèges, chers enfants, chers amis. C'est le premier événement du 55e anniversaire du jumelage entre nos deux communes, Kleinpliedersdorf et Großbiedersdorf, que nous avons souhaité solennel et tourné vers la jeunesse. L'année sera rythmée par des manifestations ponctuelles dans les deux villages auxquels je ne manquerai pas de vous convier afin de célébrer notre rapprochement. Vous voyez autour de vous de nombreux élèves des sections européennes MOSA rassemblés ici. Je leur adresse ma reconnaissance pour leur travail. Ils sont les représentants d'une génération qui a saisi combien il est important de s'entendre entre voisins. Et nous avons pensé à eux pour représenter ce jumelage. Rencontre intergénérationnelle entre des hommes et des femmes, entre deux villes, entre deux populations, entre deux histoires, entre deux cultures, entre deux coutumes, entre deux patrimoines. Ils sont pour moi un réel symbole d'une entente et d'un échange, d'un trait d'union entre nos cultures et particulièrement le relais qui saura faire perdurer les liens forts qui unissent nos deux communes. Et au-delà de cette frontière naturelle qui est la Sarre, nos deux pays. Je félicite les enseignants et leurs chefs d'établissement qui s'investissent et s'engagent dans cette dynamique au quotidien. Je remercie particulièrement le comité de préparation de cette rencontre. Avant de découvrir les œuvres réalisées par les élèves, je cède la parole à mes collègues en ajoutant avant « Vive l'amitié franco-allemande ». Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Ich freue mich ebenfalls sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen, insbesondere Frau Anita Moschette-Sarg, Vertreterin Regionalverband Saarbrücken, Herrn Pascal Weislinger, selbstverständlich der Bürgermeister von Großbiedersdorf, Herr Marc Zöngraf, Bürgermeister von Saargemünd und erster Vizepräsident des Eurodistrikt Moselle Saar. Herzlich willkommen, stellvertretend für den Eurodistrikt, der auch noch bei den Herren vertreten ist. Herr Karl-Peter Fuhr, der Ortsvorsteher von Kleinpliedersdorf. Stellvertretend für die Schulen möchte ich nennen Frau Strauß, Frau Motsch, Frau Isa und Herr Krehl. Sowie Frau Grote-Husmann selbstverständlich. Ja, und
natürlich ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Klein-Büttersdorf und des College Waldesaar. Und insbesondere Sie, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Groß-Büttersdorf und Klein-Büttersdorf. Ja, unsere beiden Orte können dieses Jahr auf 55 Jahre Gemeindepartnerschaft zurückblicken. 1968 begann es als kleiner, aber sehr wichtiger Baustein zur Friedenssicherung und zur Völkerverständigung. Es wurde bald mehr und es wurde eine Gemeindepartnerschaft, mehr noch eine Freundschaft. Die Partnerschaftsgeschichte unserer Orte ist auch sehr beeindruckend. Sie zeigt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger den europäischen Gedanken wirklich leben. Viele große Projekte kultureller, sportlicher und sozialer Art sind über diese Jahre zusammengekommen und werden auch weitergetragen. Da schon vielen Dank, Pascal Weislinger und Karl-Peter Fuhr. Ja, unsere beiden Orte waren früher ein gemeinsamer Ort. Erst durch Kriege wurde er getrennt, wobei die Saar immer die Grenze bildete. Die Freundschaftsbrücke hier verbindet nun die beiden Orte. Im September 1993 wurde sie eingeweiht. Sie feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Ja, wir stehen heute Morgen gemeinsam auf der Freundschaftsbrücke, eigentlich dem Wahrzeichen für unsere beiden Orte. Die Brücke ist mehr als Zuwegung und Verbindung von beiden Orten und von der Saarbahnhaltestelle. Es ist ein Zeichen für ein zusammenwachsendes Europa. Denn heute am 9. Mai feiern wir neben der Schummelage auch den Europatag. Der 9. Mai ist der Jahrestag der Grundsteinlegung der europäischen Einigung. Ja, seit mehr als 55 Jahren besteht nun unsere kommunale Partnerschaft. Seit meinem Amtsantritt hatte ich die Möglichkeit, mich selbst aktiv in die Partnerschaft einzubringen. Und ich freue mich sehr über die gute und enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen Pascal Weislinger und dem Ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr. Und ich freue mich auch sehr über die Unterstützung durch den Eurodistrikt Saar-Moselle. Vielen Dank, Herr Zirngraf. Vielen Dank an den Eurodistrikt. Ja, in unserer gelebten Partnerschaft wird deutlich, dass Europa nicht in erster Linie von der Politik lebt, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern, die Europa mit Leben füllen. Deshalb fand auch auf dieser Brücke am 5. Mai 2004 eine grenzüberschreitende Agglomeration aus 77 Kommunen statt. Diese Versammlung war am 6. Mai 2010 eigentlich der Grundstein für den Eurodistrikt Saar-Moselle, wo der Vizepräsident Marc Zirngraf nachher noch Ausführungen dazu beitragen wird, welche Bedeutung dieser Eurodistrikt hat. Ja, ein weiteres kulturelles Großereignis fand am 8. Mai 2007 auf dieser Brücke statt. Zwei Stationen des Kulturhauptstadtprojektes Hart an der Grenze wurden auf der Brücke mit Kunst bespielt. Und genauso stehen wir auch heute hier, um die Brücke wieder mit Kunst zu bespielen. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet mit Gedichten und Gedanken, die er selbst aufgeschrieben hat, mit selbstgebastelten Papierschiffchen, die jeder Anwesende, der möchte, anschließend in die Saar hinunterlassen darf, einen großen Teil zu der heutigen Veranstaltung beitragen. Vielen Dank auch an Herrn Krehl für die musikalische Umrahmung, die das Thema Wasser in den Vordergrund stellt. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr als junge Leute leistet in unserer Gemeindepartnerschaft mittlerweile auch einen unschätzbaren Wert. Und dazu vielen Dank. Ihr habt euch nicht nur über den Tag Gedanken gemacht, sondern auch, wie ihr diesen Ort und das Thema Wasser klanglich ausdrücken könnt, was wir alle gleich hier erleben dürfen. Vielen Dank. Merci beaucoup. Chaleureusement en vos grades et qualités, chers élèves. Depuis 55 ans, les deux communes, je vais faire court, de Grosbly et de Kleinbly, ne ratent jamais l'occasion de célébrer, par différentes manifestations, le jumelage qui les unit. Une cérémonie qui s'inscrit dans la Semaine de l'Europe, qui a lieu du 9 au 16 mai, avec, en cette première journée d'ouverture, le 9 mai,
donc initialement appelée la Journée de l'Europe, qui, pour rappel, a été instaurée en 1950 par le père de l'Europe, Robert Schuman. Robert Schuman qui avait proposé la création d'une organisation européenne pour mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier, industrie indispensable à l'armement et aux besoins de l'époque. Aujourd'hui, loin des transactions et accords de cette période, cette journée devenue au fil du temps une semaine de l'Europe est un atout pour valoriser les liens spécifiques entre nos deux pays. Autre symbole fort pour la transmission de cette amitié franco-allemande et qui parle peut-être un peu plus à la jeune génération, c'est la transmission par la musique, on vient de le constater, la langue et la gastronomie. La transmission par la jeunesse, fondamentale, car les plus anciens d'entre nous ont d'autres références et il est primordial de s'enrichir de nouvelles valeurs pour évoluer. Les collégiens de la section MOSA apprennent ainsi à découvrir les traditions du pays voisin. Bien au-delà de la langue, ils peuvent s'imprégner d'une culture, être sensibilisés aux coutumes du pays voisin, et ça peut leur permettre également d'étendre leur possibilité de travailler au-delà des frontières. Les classes MOSA, encouragées par le département de la Moselle, qui d'ailleurs est maintenant nommé l'Euro-département, tout un symbole. Cette place de l'euro qui mène vers le pont de l'amitié est une invitation à passer de l'autre côté, avec des messages de bienvenue inscrits dans les deux sens, en français et en allemand, et un partenariat bien sûr sur le pont, mais également en dessous du pont, puisque sur l'eau, le club de kayak situé tout proche d'ici coopère avec le club de kayak de Kleinbly et performe d'ailleurs dans cette discipline sportive. Là encore, une belle démonstration de l'entente franco-allemande qui fonctionne grâce à la volonté des hommes et des femmes. Moi, je vous souhaite évidemment une très belle journée européenne, beaucoup de cérémonies encore à venir comme celle-ci, et puis une belle journée à tous, et je crois que ça s'annonce pas trop mal. Merci à vous. Voilà, chaleureux salut à l'ensemble, surtout à cette jeunesse en particulier, c'est vrai, c'est une très belle manifestation. Je résumais finalement, on a musique, jeunesse, amitié, on a tous les ingrédients finalement qui viennent symboliser cette belle journée de l'Europe aujourd'hui, parce que nous avons la chance de vivre aujourd'hui dans une Europe en paix. Je crois qu'il faut le souligner de façon très, très prononcée. Et ma collègue Evelyne parlait du père de l'Europe. Eh bien, à ce moment même, le président du département célèbre aussi cette journée sur le site de la maison Robert Schuman à Sichazel, la maison où il a vécu, et d'où est partie cette idée d'une construction européenne avec les étapes qu'a évoquées Evelyne Firtur. Je ne vais pas être plus long parce qu'elle a tout résumé. Nous travaillons en binôme, hein, les conseillers départementaux, pour le rappeler, un homme, une femme. Und vielleicht werde ich einige Wörter auf Deutsch zu sagen. Und ich will die beiden Bürgermeister gratulieren für diesen tollen Empfang. Musik, Freundschaft, manchmal Liebe sind sehr wichtig für einen Frieden, die dauern muss. Vergessen wir nicht, dass nicht so weit von uns, 1000 Kilometer entfernt, ein schrecklicher Krieg existiert. Doch, du müssen wir zusammenarbeiten für diesen Frieden, die dauern muss. Danke für. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Pascal Weislinger, Herr Rainer Lang, Herr Marc Finkgraf und Herr Karl-Peter Fuhr. Ich begrüße Sie alle recht herzlich in Vertretung von Regionalverbandsdirektor Peter Gillow, der heute leider verhindert ist, hier in Klein-Petersdorf auf der Freundschaftsbrücke. Die Freundschaftsbrücke zwischen Groß- und Klein-Petersdorf steht wie kaum ein zweiter Ort für die freundschaftliche Verbundenheit Deutschlands und Frankreichs. Vor wenigen Tagen waren hier viele fleißige Hände tätig und dank der Schülerinnen und Schüler erstrahlt der Willkommensschriftzug auf der Brücke wieder im neuen Glanz. Ich glaube, diese Aktion hat etwas sehr Symbolisches. Durch die Corona-Pandemie wurden Grenzen zwischen den Ländern wieder sichtbar und Absperrband flatterte auch hier auf der Brücke. Bei den sich ständig ändernden Maßnahmen und Vorschriften wurde es vor allem für die Menschen in unserer Grenzregion unübersichtlich. Doch eine wahre Freundschaft
wie die zwischen Frankreich und Deutschland, übersteht auch die größten Herausforderungen. Die Grundlage für unsere Verbundenheit bildet die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags durch Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle vor 60 Jahren. Der Vertrag fördert die enge politische Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland und ist ein Symbol der Versöhnung. Doch es sind die Menschen vor Ort, die Vereine, Schulen und Initiativen, die seit 6 Jahrzehnten den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag mit Leben füllen. Ohne das Miteinander unserer beiden Länder wäre wohl auch die Europäische Union undenkbar. Der heutige 9. Mai, der Europatag, steht deshalb auch für ein gemeinsames und friedliches Miteinander in ganz Europa. Umso schlimmer ist es, dass der Krieg in der Ukraine wieder so viel Leid und Schrecken nach Europa bringt. Oft sind es gerade die jungen Menschen, die darunter leiden. Ein Aufwachsen in Normalität ist bei der ständigen Angst vor neuen Bombenangriffen schlicht unmöglich. Euch noch, den Schülerinnen und Schülern, möchte ich deshalb abschließend noch etwas mit auf den Weg geben. Seid laut und steht auf gegen Ungerechtigkeit und Gewalt. Lebt die Freundschaft im Großen wie im Kleinen. Es ist auch euer Europa. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs les professeurs, chers élèves, chers amis, je ne sais pas si je dois parler en allemand ou en français, je vais tenter le coup en allemand aussi parce que c'est le plaisir simplement et la politesse d'être en situation de partager un moment agréable avec nos voisins et on a envie évidemment d'être le plus proche possible. Vor einigen Jahren hat es im Euro-District ein Prinzip gegeben und auch ein sehr schöner Spruch. Bücher bauen Brücken. Weiß einer das noch? Bücher bauen Brücken. Aber es sind nicht nur die Bücher, die Brücken bauen. Die Bürgermeister, die bauen auch Brücken. Das wurde vorher gesagt. Ein Freund hat mir gesagt, also die Brücken über die Saar, das sind wie Nieten, die man braucht, um eine Verletzung zu reparieren. Mit den Faden, da zieht man die zwei Seiten zusammen, damit das Körper, dann unser Körper, das Körper unserer Region lebt und die Geschichte, die traurige Geschichte manchmal vergisst. Wir kommen näher zusammen und das Leben geht weiter. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte, eine Sache der Medizin, aber nicht nur, es ist eine Sache der Menschheit. Weil im Grunde, was ist da wichtig? Es sind die Menschen. Die Menschen, die zusammenkommen, das sind Sie, das sind wir, jeden Tag. Wie der Bürgermeister es vorher sagte, ist auch die Möglichkeit für die Saarbahn durchzufahren. Jeden Tag. Welch ein Symbol. Deshalb kämpfen wir auch Seite des Euro-Distrikts vor unserer Saarbahn, die uns zusammenbringt, jeden Tag. Bücher bauen Brücken, das ist auch ein Zeichen, dass die Schule ihre Arbeit dafür macht. Jeden Tag. Wir unterrichten die Sprachen, aber nicht nur die Sprachen. Wir unterrichten auch, dass es nur eine Menschheit gibt. Nur eine Menschheit. Und nur positiven Ideen, die wir teilen können. Aber das muss man auch manchmal mit den Büchern und mit den Lehrern entdecken. Zusammen jeden Tag. Die kleinen Sterne, die auf der blauen Flagge des Europas existieren, das sind wie die Ritter um den runden Tisch. Und die kämpfen zusammen, um Europa weiterzubringen, damit Europa weiterlebt. Danke für die Arbeit, die jeder leistet, damit wir so zusammen weiterkommen. Vielen Dank an alle. Jahre Freundschaft an der Saar, dass das lange hält, ist ja klar. Zuerst gab es eine Riesenlücke, doch dann baute man eine Brücke. Sie verbindet nicht nur die Leute, sondern auch die gemeinsame Freude. Es ist uns eine Freude, dass wir heute zusammenstehen und auch weiterhin diesen Weg gemeinsam gehen. Und für immer soll es so bleiben, lasst uns das erneut unterschreiben.
in Freundschaft für immer eng verbunden. Entre ces deux villages, il y a très longtemps. Il y a eu un village, c'était il y a 55 ans. Mais durant toutes ces années, leur amitié n'a pas cessé, car ils sont maintenant scellés pour l'éternité. Occupons-nous de nos enfants issus de notre mariage, célébrons nos 55 ans de notre union qui est le village. Réunissons nous au bord de la Seine qui reflète notre amour tel un miroir. Fêtons ensemble notre amitié afin de donner à tous de la gaieté. Deutschland und Frankreich, ein Bündnis, das immer bestand. Zwei Länder, die zusammenstehen, verbunden durch Frieden und Verstand. Seit vier Jahren sind wir Partner bei den Grenzen und Kultur. Gemeinsam stark in allem für eine bessere Zukunft nur. Wir feiern unsere Geschichte, die uns lernt, weiterzumachen für einen weltvollen Frieden, in dem wir alle zusammen lachen. Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, eine Suche nach Harmonie. Immer treu und niemals vergessen, in jeder Liebe und Allianz. Belle amitié, grâce au traité de l'Élysée, veillons à garder celle-ci. À garder en tête nos bons moments passés que nous ne pourrons jamais oublier. Allemand et français. Nous sommes tous unis par amitié éternelle. Beginnen hier am Anfang der Brücke gibt es Papierboote, die wir dann gemeinsam für den Weg der weiteren Zukunft, der weiteren 55 Jahre in die Saar lassen möchten. Ja, dann hat er ja, das ist
mal wieder rüber. Sie sind nicht aus dem Saarland, oder? Ich bin jetzt auf Brügge geboren. Ich bin ein Molter Mädel. Ich bin auf Marsbrügge geboren. Das ist doch die von der Familie, von der Mary. Ja.